Habt ihr denn körperliche Beschwerden? Ja. Sag mal ungefähr immer wo. Ich habe immer Rückenschmerzen, aber ich weiß nicht, ob das davon kommt. Also ich stehe halt voll im Hohlkreuz. Und unteren Rücken und letztendlich in der Muskulatur schon Schmerzsyndrome, ja. Kann ich dir einen kleinen Tipp noch mitgeben für den unteren Rücken? Drei Sachen. Hast du eine Faszienrolle, hast du einen Faszienball? Ja. Ja? Und dann mit der Rolle mal den Traktus hier abrollen, also außen, die Außenseite. Nach dem Training, das ja. Das ist eine super... Ein Tag später wäre super. Ein Tag Weil später? Nach dem Training, Faszie und Muskel muss zusammen eine chemische Verbindung eingehen, damit ein Trainingseffekt zustande kommt. Und wenn du direkt nach dem Training es machst, nimmst du diese chemischen Prozesse auseinander. Das heißt, die Muskulatur wächst mehr, wenn du es einen Tag später machst, als Regeneration. Cool, danke. Nur als kleiner Tipp. Dankeschön. Und einen Ball, wenn du willst, hier an die Seite, fängst am Hüftknochen hier an, also hier ist so ein Beckenknochen, dann rollst du den runter und legst dich seitwärts auf den Ball. Es tut scheißen Dreck weh und du versuchst 2 Minuten darauf zu entspannen. Und danach, verspreche ich dir, ist der Rücken besser und vor allem auch die Beine und Knie. So, gut, danke schön. Also die drei Sachen, Hüftbeuger, Ball und Faszienrolle. Ja, cool. Okay. Danke für deine Zeit. Bitte gerne.